Ja. Ich werde sowieso gewinnen. Komm schon, sag ja! Ich weiß nicht, der kommt mir so frech und... Auswahlmöglichkeit A. Der Sieg wird mein sein. Oder? Jetzt ist gerade schlecht. Spitze, oh, das wird großartig. Alles klar, alles klar. Auf in den Kampf. Los geht's. Pokémon-Trainer Tali fordert dich heraus. Zion-Tali? Zion-Tali. Setzt natürlich Bouts... Moment, er setzt Bouts ein? Ja. Wow. Rengar, dann hast du ja gelernt, ne? Die Wahl der richtigen Attacken entscheidet den Kampf. Ja, deswegen nehme ich jetzt Heuler. Hulk Hogan setzt Heuler ein. Oh, es hat sogar geholfen. Es setzt jetzt Tackle ein. Na gut, wollen wir mal was nicht so sagen. Was soll Hulk Hogan tun? Hulk Hogan setzt Glut ein. Boom. Ich find's das aber cool, wie Flammi aus Fell sich aufstellt, wenn der Attacken macht. Das ist cool. Oh, das macht dir noch weniger Schaden. Was? Bullshit. Glut. Hulk Hogan setzt nochmal Glut ein. Sehr effektiv, sehr schön. Oh. Hulk Hogan erhält 65. Oh, guck mal, du kannst jetzt dein Ding da gesund pflegen. Oh, nice. Es erreicht. Ach, guck mal, und dann aktiviert das automatisch nach dem Kampf. Das ist ja klug. Ah, nice. Oh, sogar schon Level 6. Guter Trainer. Hm. Pokémon-Trainer Tali wurde besiegt. Oh, wow. Hildegard gewinnt 100 Pokédollar. 100 P. Und das P steht natürlich für... Ja. Hier kannst du deine Pokémon pflegen. Kümmere dich gut um sie und knuddle sie, um deine Freundschaft zu ihnen zu festigen. Füttere deine Pokémon mit Pokebohnen. Pokebohnen kannst du im Kaffeebereich des Pokémon-Centers erhalten. Die sehen aus wie Hintern. Ach so, nein, wie Herzchen. Entschuldigung. I like big beans in der Kamera. Manchmal kommt es vor, dass Pokémon sich bei Kämpfen schmutzig machen. Nutze die Pflege-Items, um sie zu säubern. Du kannst ja auch Statusprobleme wie Vergiftung oder Paralyse heilen. Krank. Du kannst das Pokémon, um das du dich kümmerst, auch wechseln. Pokémon, mit denen du dich angefreundet hast, geben im Kampf alles für dich. Freunde dich also mit vielen Pokémon an. Jojo, dat. So, dann wollen wir mal eine Bürste oder so. Was ist das denn hier? Ein Pinsel? So Rouge schminken? Nee. Also versuch mal diese Despota-Dingsi, den Kamm da, damit geht das glaube ich besser. Was, den hier? Ja, weil es ist ja Fell. Ja. Klar. Du bist Gamer, ist klar, dass ich dir erzählen muss, wie man sich sauber macht. Entschuldigung, aber ich hab halt nun mal nicht sowas, obwohl, hab ich Nintendo mal gespielt? Schönen guten Tag, RTL mein Name. Aber da gab's auch mal was von Frontal 21, das war auch schlimm. So, was könnten wir ihm geben? Eine rote? Ja, der sieht aus wie jemand, der gerne rotes Zeug ist. Ja! So, das ist aber genug. Das ist das Ding noch voll verwöhnt. Oh ja, streicheln, jawohl. Kannst du das auch drehen, das Pokémon? Einen kleinen Finger in den Arsch schieben oder so? Ja, mal gucken. Guck. Jetzt eine Pussy. Die Katze. Piep, piep, piep. Nicht ins Auge pieksen, dann wird's... Erfahrungsgemäß Meme. Da lang. Guck da lang. Na. Oh, Flammiau. Okay, können wir? Ja, wir können dann mal. Musik alt. Ja, wenn man es so sagen möchte. Klar. Das ist auch schön animiert. Ja. Wow, du hast's echt drauf, Hildegard. Das war doch dein Name, oder? Dein Flammiau ist so cool. Ja, dein Bauch ist scheiße. Alles klar, morgen beim Fest gebe ich alles. Auch ja, vor allem deine Pokémon-Dollar. Nanu, Hildegard. Dürfte ich den Glitzerstein, den du da hast, mal kurz sehen? Durch meine Röntgen-App habe ich gesehen, was du in deiner Tasche hast. Ich habe auch gesehen, was du drunter trägst. Oha, das ist ja ein... Opi, ist dieser Stein etwa... Kleinstein. Sag mal, Hildegard, Kapuriki hat dich gerettet, richtig?
Daher stammt auch der Stein. Ich verstehe. Du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Hildegard. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, er riecht so schön nach dir. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Vielleicht ist er etwas glitschig dann, aber ach, naja. Ich werde ihn mit Klarlack bepinseln. Ja. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen an unserem Fest teilzunehmen. Okay. So, Hildegard, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Ich will einen Wir wollen. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wäldchen aufpassen. Oh. Piu! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst doch in der Tasche bleiben. Ende. Nächste Staffel geht's weiter. Alola. Oh, wie süß. Na eben. Da bist du ja wieder, Hildegard. Nein, Moment, das mache ich auch wieder an, normal. Da, ist ausgenüchtert. Genau. Geht direkt wieder los. Derb. Derb. Da bist du ja wieder, Hildegard. Nein. Oh Mann. Da bist du ja wieder, Hildegard. Und welches Pokémon hast du bekommen? Oh, noch ein Mauzi. Los, zeig schon. Miau. Ich möchte übrigens schon das Anrecht auf die Vertonung der Team Skullrüppel anmelden. Och, Manno. Aber gibt ja immer zwei. Ja, weil ich würde auch gerne. Ich habe da auch eine Idee. Ich bin Kevin. Von mir aus. Wer ist Kevin? Ja, ein Assi. Nicht den Weg, Kevin. Ich liebe dich. So, weiter. Wow, das ist ja ein tolles Pokémon. Und warum hast du dich für dieses entschieden? Weil es so gut zum, Black Cats Matter. Ja, Moment, genau, Wildcats. Oh. Willst du die Geschichte jetzt hören, oder was? Welches Team? Wildcats. Ja, soll ich raushauen? Ja, mach. Also, ja, klick du inzwischen weiter, dann können die Zuschauer da lesen, wir nicht. Ach, ja, erst die Woche an der Uni, Turnier im Flunkyball, ist ein geläufiges Trinkspiel, was ich noch nicht kannte und deshalb war ich da relativ schnell durch. Und wir wurden dafür in Teams eingeteilt, zwei Mädels hatten das nicht mitbekommen und sind dann übers Spielfeld gerannt und haben dann halt laut gerufen, welches Team? Und ich so instinktiv, Wildcats! Weil wegen High School Musical und ich und meine Freunde lieben das und ja, das war wieder so ein Moment, wo ich vergessen habe, dass ich nicht privat bin, sondern publik. Und ein paar haben dann gelacht und sehr viele haben mich komisch angeschaut. Ich studiere Film in Dortmund und deshalb, also weil High School Musical jetzt nicht so die hochwertigste Produktion ist, war das da entsprechend sehr kritisch beäugt. Ja, wieder richtig hart reingeritten. Naja, also ehrlich gesagt, ich finde, ich stehe auch auf richtig hart reinreiten. Hallo, Hildegard. Und er hier natürlich auch, ne? Ja, er hat die Muskeln ja nicht vom Bankdrücken. Hallo Hildegard, es wird Zeit zu gehen, die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst... gehen wir noch dahinter die Küchentheke. Stell mir deine Mom vor. damit ich sie fragen kann, ob du auch legal bist. Jetzt, wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Entschuldigung. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1. Oh Mann. Und die Mutter lässt sie einfach mitgehen. Pass schön auf und viel... Achso, das bist du. Pass schön auf und viel Spaß mit ihm. Das wird sicher lustig zusammen mit deinem neuen Pokémon. Oh Mann. Mauzi und ich kümmern uns erstmal weiter ums Auspacken. Ich hoffe, du bekommst auch etwas auszupacken. Mauzi voll begeistert, ey.
Komm schon, Hildegard, nicht so langsam. Um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, mach mal Turbo-Tempo. Ja, und dann geht er so lahmarschig. Ja, ja. So, hier rein. Ja, da vorne ist er, glaube ich, schon. Route Uno. Route Uno? Hier drüben. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Flammiau an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Indem du dein Flammiau auf sie wirfst, oder was? Ich habe da noch gar keine Pokébälle, glaube ich. Ich zeig dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt. Also pass gut auf. Don't believe me, just watch. Und es ist ein Pepek. Wird übrigens im Laufe der Entwicklung zu einem wunderschönen Toucan. Oh, ja, stimmt, stimmt, das habe ich gesehen. Die erste Entwicklung zur mittleren Stufe findet auf Level 14 statt. Mhm. Es ist ein Pokémon, das sehr stark im Angriff ist. Mhm. Bleibt Toucan aber die ganze Zeit. Zieht sich so durch die Reihe durch oder prägt sich halt im Laufe der Entwicklung immer mehr aus. Oh, bleibt okay. Allerdings Normalflug. Kann aber Z-Hummer erlernen, zum Beispiel, übers Level. Ja gut, also, aber VMs sind ja sowieso nicht mehr so wichtig. Ja, VMs sind irrelevant durch Pokémobil, aber die Attacken sind trotzdem noch da. Ja, aber Z-Hummer war jetzt nicht so eine Attacke, die ich unbedingt einem Pokémon beigebracht hätte. Na, ist ein valider Kampfmove. Also ich hab's mal benutzt in der 6. Generation, meine ich. So, bis man was Besseres hat, ne? Ja. Na, das war doch nicht so schwer, oder? Manchmal greifen wilde Pokémon dich an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Und wenn deine Pokémon mal fix und fertig von vielen Kämpfen sind, mach zu Hause eine Pause, sagt Gundula Gause. Sprich einfach mit deiner Mutter. Bestimmt sorgt sie dafür, dass sich dein Team gut erholt. Und gibt dir eine Brause. Gundula Gause. Und vielleicht, wenn dein Auto liegen bleibt, leiht sie dir einen Wagenheber, Klaus Kleber. Du kannst aber auch einfach Tränke verwenden. Ja, da hatten wir gerade die Brause. Hier, ein paar Pokebälle und Tränke, damit du gleich loslegen kannst. Juhu! Nur als 10 Exemplare des Items Pokeball. Pokebälle werden in der Itemstasche verstaut. Du erhältst 5 Exemplare des Items Trank. Tränke wurden in der Medizintasche verstaut. Das ist Down-Syndrom oder so? Nee, Patrick. Also dann, los geht deine kleine Abenteuerreise nach Lili-I. Und du passt mir gut auf Hildegard auf, ja, Flammiau? Weil mal, sind die nicht gerade einen anderen Weg gegangen nach Lili-I? Warum muss sie jetzt den Weg mit dem hohen Gras nehmen? Geh doch einfach zurück und nimm den kurzen. Also ich würde echt mal... die Dings ist doch... Die Brücke ist doch kaputt. Nee, die Brücke ist ja hinter Lili-I. Aber links von deinem Haus gibt's einen Bergaufweg dahin. Guck mal, wie die den versperrt haben. Das würde mich mal interessieren. Hm. Das setzt Schnabel ein. Ja, soll ich ein Level 3 Pokémon fangen? Obwohl, nach einem EP-Teiler ist eh egal. Ja, muss das nicht unbedingt. Ja, ich fang's mir trotzdem. Ich will's einfach mal haben. Weißt du, was ein Step-Bonus ist? Ein Step-Bonus? Ja, eine Attacke vom gleichen Typ. Ja, ja, wird stärker. Ich weiß. Ach so, du willst es jetzt tatsächlich? Wow. Ja. Naja, ich sag mal so, Sammlung, ne? Du hättest auch einfach Y drücken können, ne? Ach stimmt, das ist ja neu. Ja, wir müssen gleich beim nächsten Kampf mal sowieso, glaube ich, ein bisschen das neue Hard erklären. Ja, wäre wohl besser. Okay. Klasse! Pepek wurde gefangen! Mhm. Hulk Hogan! Pokédex? Für Pepek wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das bist du ja jetzt, der Pokédex. Pepek! Registriert! Das ist aber neu, dass in Alola Mexikaner registriert werden. Dieses Pokémon ernährt sich von Beeren. Die Samen verschießt es später als Munition aus seinem Schnabel. Und damit sind nicht die der Bären gemeint, ich weiß. Ja. Möchtest du dem Pepek einen Spitznamen geben? Nenn's Tucke, weil später ein Tukan wird. Ja, eben. Tucke.
Du Tucker. So.